Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Minecraft Hardcore Projektes. Das war's es auch mit der Ansage. Das reicht. Mehr brauchen wir nicht. Ihr wisst mittlerweile, wie es läuft. Ich meine, es ist jetzt Staffel 4 und Folge irgendwas. Wir haben also schon ordentlich ein paar Ansagen hinter uns. Gut, in der vergangenen Folge haben wir schon mal angefangen, die ersten Grundsteine zu legen. Und ich würde sagen, genau da machen wir jetzt weiter mit den weiteren Steinen. Nein, wirklich. Nee, nicht direkt. Ich würde mich jetzt, glaube ich, erstmal um die Treppe kümmern. Das wäre, glaube ich, etwas angenehmer, damit wir dann schon mal eine kleine Möglichkeit haben, da oben raufzugehen. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich bloß die erste, oder die unterste Ebene von dem Tempelgebilde etwas Gedöns. Moment, man könnte natürlich hier auch nochmal noch irgendwas reinsetzen an anderweitiger Dekoration. Beziehungsweise an Struktur. Ja, mal gucken, aber nicht jetzt. Erstmal möchte ich da die wunderbare, schöne Treppe ran schmieren. Auch wenn ich ehrlich gesagt noch gar keine Ahnung habe, wie wir die jetzt am besten setzen. Beziehungsweise doch, klar, so im Großen und Ganzen wissen wir ja schon, wie die aussehen soll. Aber wir haben noch keine Mauer dafür, irgendwas in die Richtung. Okay, wo fangen wir denn überhaupt mit der Treppe an? An welcher Line? An welcher Stelle? Ich meine, ich hätte ja gesagt, ich würde damit ganz gerne so ein ganz kleines bisschen reingehen. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier 2. Ja, doch. Ich glaube, das ist schon die richtige Seite hier. Ja. Fangen wir hier dann letztendlich damit an, beziehungsweise das ist ja letztendlich schon wieder die erste Plattform, beziehungsweise das ist dann schon wieder ein Teil der Plattform. Die Treppe an sich fängt jetzt also quasi hier an. Da dran. Natürlich habe ich keine Stufen dabei, das ist wieder richtig schlau. Die Stufen, waren die jetzt. Oh nee, das ist wieder jetzt richtig eklig mit den Stufen, ne? Die waren ja. Okay, hier sind jetzt glatt von oben. Aber wenn ich bloß unten hinsetze, bloß hier, sind sie trotzdem glatt. Okay, das ist gut. Beziehungsweise ein da. Und ein da. Ja, wunderbar. So will man das haben. Ja, ich wäre jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen, wenn die Stufen in der einen Variante dann oben so rau sind. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann wisst ihr es halt nicht. Genau. Gut, wir brauchen. Ja, vielleicht machen wir das wirklich in Zweierschritten immer. Ich glaube, das wäre recht angenehm. 1, 2. Gut, der kann dann natürlich wieder raus. Das ist bloß ein temporärer Block, genau. Andererseits müssen die hier sowieso raus, weil das ja dann die Wand von der Treppe ist. Ich brauche also bloß bis da gehen. Okay, well, dann kannst du gerne wieder weichen. Dankeschön, genauso wie du und du. Bzw. sie alle. Danke. Noch haben wir keinen Besuch. Hier können wir das auch wieder entfernen. Nom. Ja, das waren jetzt 2 Blöcke schon, ne? Jo, sehr gut. Dann setzen wir mal die nächsten beiden daran. Weil das so einen Spaß macht. Okay. Temporär und Randa. An die Veranda. Ich weiß, das Ding wird jetzt sehr weit hier rausgehen, aber. Ja, es wird sich zeigen, ob das mir am Ende zu viel ist oder ob das so geht. Ich meine, die Originaltreppe in Anführungszeichen, die ist da auch sehr, sehr, sehr oder verhältnismäßig lang. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal in Ägypten gewesen ist. Wenn ja, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Oh, verdammt, wir haben keinen Sandstein mehr? Ja, stimmt, hier auf der Baustelle haben wir keinen mehr, aber hinten im Dorf müssen wir doch noch mehr als genug haben.
Was stimmt mit dir eigentlich nicht? Na gut. Du wirst schon wissen, was du da veranstaltet hast, oder veranstalten willst. Ich stehe dir da mal nicht im Weg. Ich möchte jetzt eigentlich ein bisschen Sandstein haben und, ja, viel. Du möchtest was zu essen haben? Okay. Ja, gut, ich hol dir mal eben einen kleinen grünen Kaktus von meinem Balkon. Guck mal hier, ich habe was richtig Geiles für dich. Oh ja, das findest du toll, ne? Ja, ich weiß. Ich bin lieb und nett. Aber nicht so Katzen. Wow. Oh, so viel Weizen wieder hier oben. Mann, Mann, Mann. Ja, sollte ich mich vielleicht nochmal ranbegeben, das so ein bisschen in meine Tasche wandern zu lassen? Hier und da so ein bisschen. Dann wieder ein paar mehr Emeraldos kriegen. So, jetzt haben wir natürlich wieder ein bisschen Weizen. Das kann man dann gleich, na, das kann man dann natürlich gleich wieder ein bisschen veräußern. Und zwar genau bei dir, mein Freund. Ja, ich habe ein bisschen Weizen nur für dich. Just for you, my friend. Gut, und das möchte ich ganz gerne den Lederer. Ich vergesse ständig, wie der Mensch heißt. Ja, das ist meine Katze. Ach so, du bist sogar schon der Richtige. Ach genau, Gerber hieß du. Ja, was nehmen wir denn da? Ich habe letztendlich bloß das Geld für die Hose. Habe ich noch mal irgendwo ein paar Smaragde liegen? Sieht schlecht aus. Ja, okay, dann gib mal. Hey, nicht weglaufen! Bleib ich mal hier? Ich will eine neue Hose haben. Dankeschön. So, die Emeraldos können mal damit rein und die Hose auch. Passt schon. Und du wackelst weiter mit den Ohren. Das finde ich gut. Weißt du was? Den nächsten Händler, den wir vielleicht sehen, dem werde ich die beiden Alpakas, Lamas, was auch immer das jetzt immer noch sind, werde ich aber abnehmen. Da haben wir auch ein paar Lamas hier. Auch wenn man die jetzt eher weniger verwenden kann. Was ich echt sehr schade finde, aber na gut, was soll man machen? Naja. Aber dann haben wir auch ein paar Lamas. Die würden auf jeden Fall auch wunderbar hierher passen. Zu unserem ganzen Gebilde. Aber jetzt geht's erstmal an die Treppe. Ja, schön flach. Das ist gut. Ja. Aber wisst ihr, was noch besser wäre? Wenn wir da Besuch kriegen würden und sich der Besuch dann auch bei uns einnisten möchte. Beziehungsweise der Besuch mich dann so sehr mag, dass er dann doch hier bleiben will. Ach komm, Ocelot. Komm doch her. Normale Sandsteinstufe. Einfach nur ein kleines Ocelotchen. Das wird auch fein. Irgendwann kommt das schon noch. Ja, man kann natürlich sagen, wir machen die Treppe einfach mal halb so lang. Man kann aber auch sagen, das passt mir genauso, wie es jetzt aktuell ist. Bäh. Ich meine, wäre das ganze Ding breiter, dann würde es sogar vielleicht mehr Sinn machen, aber das ist es gerade halt nicht. Punkt. Da auch nochmal einen ran und hier auch nochmal die beiden. Naja, die ist schon recht lang, die Treppe, ne? Durchaus. Und bis da geht ja dann letztendlich. Okay, die Originaltreppe wäre natürlich breiter. Die ganze Tempelanlage wäre auch breiter. Davor hätte man dann noch so eine kleine, ja, Allee mit Sphinxen. Wobei ich weiß gerade gar nicht, ob die bei dem Tempel jetzt auch dabei waren. Das weiß ich gerade echt nicht mehr. Müsste mal ein paar Fotos gucken. Ich brauche ein paar mehr Stufen, bitte. Nur ein paar, nicht viele. Okay, das sollte auch ausreichen. 1, 2. Mal weg das Ding. Ah.
Gott. Perfekt. Dann haben wir das jetzt, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, hier hochzugehen, auch wenn das eigentlich gerade noch hier in der Schwebe ist, alles. Naja. Der Baum ist irgendwie so ein ganz kleines bisschen fehl am Platz. Aber tatsächlich will ich ihn sogar da lassen. Ist nicht so schlimm, wenn es hier so halb eingerankt ist. Okay, jetzt brauchen wir aber trotzdem noch irgendwas, was ich hier an den Rand setze als Geländer. Mann, 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 was pflanzen wir denn da jetzt hin? Was haben wir denn? Wir können das natürlich mit den geschnittenen Zeug machen, weil wir ja sowieso Schneidware verbaut haben. Auf jeden Fall irgendwas, was jetzt nicht unbedingt das hier ist. Ja, das ist richtig. Wir könnten natürlich jetzt hingehen und sagen, wir sind einen ganzen Block höher oder lieber einen halben als Geländer. Tatsächlich ist mir der halbe Block sogar ein bisschen lieber, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch. Ein halber ist wirklich ein bisschen feiner. Okay. Dann müssen wir nur noch gucken, wie wir das mit den Übergängen immer machen. So, hier drüben nochmal das richtige Geländer. Und hier auch nochmal. Gut, jetzt werden natürlich noch die Stufen da drin. Ja, das ist durchaus richtig. Ich habe jetzt aber gerade keine richtigen Stufen dabei. Das sind die glatten Stufen. Moment, gab es davon jetzt Stufen oder nicht? Doch, oder? Ja, geschnittene. Wo dann einmal her damit. Und dann vielleicht noch ein paar mehr davon. So, 18 Stück erstmal nebenbei. So. Und dann da nochmal zwei. Dann haben wir schon mal die äußere Line davon. Wie wir dann darunter weiter verfahren, das ist dann natürlich die Frage. Das müssen wir dann mal gucken. Beziehungsweise tatsächlich ist das ja jetzt sogar das Schwierigste dann nochmal. Das hier oben mit dem, in Anführungszeichen, Geländer ist ja einfach nur Kopf aus und bauen. Aber hier drunter, das soll ja auch schön aussehen. Nicht einfach so ein Steinhaufen. Ach Mist, das wären noch zwei. Ja, also, das ist absolut gut. Ja, toll. Ne, das ist absolut tragbar. Und da könnte man sich hier unten nochmal eine Feuerschale hinsetzen an die Seite und, ja gut, hier wäre mal eine gewesen. Die würde ich dann einfach mal rauslassen. Ich brauche weitere Stufen, genau hier erstmal, und dann basteln wir uns vielleicht erstmal eine Feuerschale hier unten rein. Oder machen wir erstmal, ja gut. Wir kümmern uns vielleicht doch erstmal hier um die Außensicherheiten von dem Ding. Stufen. Zwei Stück geschnittene. Eine hier ran und eine da ran. Dankeschön. Okay. Tja. Wie mock wie dat? Wie machen wir das jetzt am besten? Vielleicht auch irgendwas mit dem Granit. Dann müssten wir aber deutlich dicker werden, weil man das hier okay nicht sehen darf. Okay. Raining. Ja, nur Regen. Okay. Dann schnappen wir uns mal ein bisschen Granitus und versuchen den hier irgendwie so ein bisschen einzubauen. Auf der Höhe dann. Okay. Gucken wir mal, was es dann wird, wenn es dann was wird. Das wird sich zeigen. Okay. Weitergehen. Brauchen wir mit dem Blödsinn nicht. Eigentlich könnte man den nicht sogar wieder rausnehmen. Und den hier auch. Da können wir nämlich da einfach nochmal hinsetzen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Dann wir hier den Kram. Dankeschön. Sehr gut. Dann einmal hier ein paar dran. Bis ganz runter. Hier auch nochmal stopfen. Und dann hier auch nochmal dicht machen. Und dann sollte ich da drunter vielleicht mal ein paar Fackeln anmachen.
Damit wir da keine Überraschung kriegen. Okay. Ja, es sollte auf jeden Fall rot sein. Das ist schon richtig. Wir brauchen mehr Sandstein. Mehr geschnittenen Sandstein. Schneid den Stein. Der Kram kann da rein. Nee, nicht glatt. Gemeißelt. Ja, später vielleicht. Das Bettchen. Und danach werden wir wohl noch ein ganz kleines bisschen Material nochmal holen müssen, ne? Ein bisschen Sandstein. Oh, dieser wunderbare Regenbogen. Ich brauche weiteres Zeug. Weiteren Sandstein bitte, nur für mich. Ja, ist auch schön, dass wir ein bisschen was gesammelt haben. Damit kommen wir auf jeden Fall recht gut voran. Warum habe ich eigentlich die Treppen nie mitgenommen? Ich habe schon so viel davon verarbeitet. Halt, wenn wir schon mal da sind. Noch wieder ein bisschen Granit mitnehmen. Kann nicht schaden, vielleicht mal alles. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Sandstein. Passt schon. Irgendwann willst du darauf hinauslaufen, dass wir das Loch dann noch ein kleines bisschen erweitern müssen. Weil wir wieder neuen Stein brauchen, aber das ist ja kein Problem. Und falls wir noch Granit brauchen sollten, da unten gab es ja auch noch ein bisschen mehr Granit. Die Blase habe ich nach wie vor nicht abgearbeitet. Das kommt dann vielleicht später nochmal. Aber definitiv nicht in dieser Folge. Oh ja. Richtig schön long, das Ding. Das finde ich gut. Habe ich jetzt die geschnittene Geschichte hier gelassen oder habe ich gar keine mehr? Ne, ich habe nur noch die Dinger hier. Und nichts schneidbar, aber halt. Die. Ja, das waren die normalen Treppen. Beziehungsweise die glatten Treppen. Das ist alles glatt hier jetzt, ne? Na gut. Ich brauche bitte ein paar geschnittene Treppen. Gab es ja keine, ja. Dafür gab es denn die glatten Treppen. Ich wollte diese gemeißelten Dinger erstmal haben. Ja, stimmt, ich weiß echt nicht mehr, was ich haben wollte, alles. So, ich. Die Dinger nehmen wir dann auch noch mit dazu. Und ein bisschen Schneidware. Okay. Die Schneider müssen davor. Weil aus Gründen. Das will kein Mensch sehen, richtig. Gut, 2, 4, 6. Machen wir 6 draus, passt schon. nee. Falsche. Da wollte ich ran. Dankeschön. Nüpsala, das war 7. Ich hatte sogar extra noch 6 in der Hand, und dann drücke ich nochmal drauf. Verdammter Zuckerfinger. Ah ja, was soll man machen? Und hier nochmal 2, denke ich hin. Sehr fein. Dann würde ich erstmal noch so einen kleinen, schönen Pfeiler reinzwirbeln. Und zwar so. Und so. Ja, und was da drunter dann hinkommt, kann man theoretisch offen lassen. Weil hier dann sowieso die Treppen lang gehen. Der hat mir da auf jeden Fall schon mal den Anschluss an das ganze Ding. Das ist doch gut. Also erstmal wieder die beiden. Ja gut. Das war's ja dann letztendlich auch. Naja, bisschen was Geschnittenes, bitte. Vielleicht noch ein bisschen mehr Schneidware. Hierhin. Gut. Gut, Knut. Dann brauchen wir jetzt ein paar Treppen. Und zwar am besten die geschnittenen. Damit ich da mal gucken kann, wie wir das jetzt am besten handhaben. Setzen wir da eine hin. Naja. Man kann jetzt natürlich auch sagen, dass man vielleicht erstmal was ausprobiert. Das wäre jetzt natürlich das Einfachste, wenn man das einmal so machen. Ja. Warum schwer, wenn es so einfach geht? Und ich meine, schlecht sieht es jetzt auch nicht unbedingt aus. Also von daher passt das schon. Setzen wir dann daran.
Und natürlich dürfen wir die Treppen nicht vergessen, wäre denn eine Treppe hier und eine Treppe da. Und das gleiche hier auch nochmal. Und einmal bis runter, das heißt 2, 4, 5. Treppen auf dieser Seite. Und auf dieser Seite nochmal, ich sag 7, 8, 9, 10 Treppos bitte. Aus Galatensteinen, die haben wir hier noch drin. 10 war das, oder? Ich hab's wieder vergessen. Ja, müsste sein. Okay, dann gib mal bitte 10 Treppen. Xenos Treppus. Wunderprächtig. Dann hier nochmal die letzte. Ich weiß, der ist ein bisschen kleiner als die anderen, aber das passt schon. Auch weil mich das nach wie vor sehr verwirrt mit den glatten Dingern. Hier, diese Treppe, die würde mich aber vermutlich noch ein bisschen mehr irritieren, wenn ich die daran setzen würde. Ich glaube, ich muss davon mal ein paar mehr setzen, um das wirklich vernünftig beurteilen zu können. Was gefällt besser, das reine oder das gebrochene hier? Das könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde es jetzt erstmal mit dem reinen hier weiterhin machen und dann, wenn das gebrochene doch besser aussieht in euren Augen, dann könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, dann werde ich das dann einfach mal ganz nebenbei ändern. Genau. So, aber die Dinger hier brauche ich natürlich trotzdem nochmal. Ich will nämlich da ganz gerne mal einen hinsetzen und. Na gut, hier geht's ja nicht. Und da auch nicht. Ja, toll, danke. Hast du toll gemacht. So, dann dürfen natürlich die hier unten nicht fehlen auf dieser Seite. Dankeschön. Und der letzte hier auch nicht. So, dann hatten wir die Treppe da und eine Treppe hier. Fein. Dazu sage ich nicht nein. Da ist es jetzt etwas seltsam. Okay. Wir können natürlich auch einfach da richtig rumgehen. Also einfach mal so. Moment, wie haben wir es da gemacht? Ach, auch bloß so, okay, dann passt das ja. Ist das so eine Treppe gewesen? Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Weiter würde ich damit, glaube ich, gar nicht gehen. Machen wir bloß bis hier. Ja, ist in Ordnung. Was ich jetzt natürlich noch brauche, ist einer davon. Dankeschön. Du kommst jetzt dahin. Ja, kann man so machen. Man kann es auch sein lassen. Richtig. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist, das brauchen wir hier auf dieser Seite nicht machen, weil das hier einfach alles so hoch ist. Oh Mann. Naja. Das Ding ist ja recht. Ja, hin und wieder mal doch ein kleines bisschen mit dem Terrain arbeiten. Obwohl das wirklich bloß ganz wenig ist, was wir hier gemacht haben. Und ich meine, das hier, eigentlich kann das ja unten wieder weg. Eigentlich. Und kann. Aber nicht wird. Genau. Ja, dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall die Möglichkeit hochzustiefeln. Das ist ganz fein. So soll das sein. Dann haben wir hier oben dann zwei Feuerschalen. Und hier unten eine. Die jetzt natürlich noch nicht da ist. Und genau darum werden wir uns jetzt kümmern. Um eine wunderschöne Feuerschale. Jetzt haben wir natürlich diese Dinger hier nicht mehr dran. Ne? Na, ich glaube, die Verzierung brauchen wir da nicht. Nee, 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 nee. Wir brauchen jetzt nur noch ein kleines Schälchen. Das würde ich ganz gerne aus dem Zeug hier basteln. Ich weiß nicht, auf dieser Höhe hier. Könnte man sogar wirklich noch zwei setzen, wenn ich das hier mache? Mein Groß ist hier ohnehin nicht. Und da ist dann letztendlich dann ein brennbarer Block drinne. Ja, wisst ihr was? Machen wir einfach. Passt schon.
Es gibt zwar unzählige andere Möglichkeiten, noch so ein Ding zu basteln. Das ist wirklich die allereinfachste hier, die wir jetzt hier veranstalten. Aber ich glaube, dass die hier sogar mit am besten reinpasst. Habe ich noch irgendwas? Da habe ich noch Erde, das ist gut. Okay. Da noch ein bisschen Erde hin. Dann hätten wir jetzt rein theoretisch Möglichkeiten, wo man irgendwie ein Lagerfeuer oder wirklich ein was richtiges, großes, brennbares reinsetzt. Also zum Beispiel Netherrack oder sowas. Naja, sagen wir es mal so, wenn wir ein ruiniertes Portal finden. Wir hatten doch eins gefunden. Habe ich Netherrack auch mitgenommen? Also war in der Kiste noch Netherrack drin oder war da jetzt keins? Mein Feuerzeug haben wir jetzt, glaube ich, auch noch nicht dabei, ne? Andererseits, das ist ja ein richtiges offenes Feuer, dann wird mir der ganze Dschungel dann abfackeln. Oh nee. Na gut, das ist jetzt ein bisschen. Ja, ist gut. Das ist natürlich doch ein bisschen unnötig. Dann muss ich das wohl doch mit Lagerfeuern handhaben. Na gut, schade, schade, schade. Na gut, dann ist dem eben so. Warum habe ich eigentlich noch den Fisch in der Hand? Ich brauche. Toll, ich renne mit Fischen rum, aber nicht mit Schild. Das ist ja wieder richtig geil. Wenn ich angegriffen werden sollte, dann ist. Hä? Ach doch, der Schild ist auch da. Ich trottel. Und Besuch haben wir ohnehin nicht gekriegt. Aber pass mal auf, jetzt kommt der Besuch. Weil ich das Ding nicht mehr in der Hand habe, genau. Ich würde dann hier drunter nochmal irgendeinen Block setzen, denke ich mal. Ach, meinetwegen Granit oder. Das ist eigentlich vollkommen egal, was wir jetzt runterklemmen. Dann ist das Lagerfeuer da drauf. Wenn wir es dann mal haben. Lagertus von Feuer, bitte. Ich brauche dich. Eins, zwei, drei. Oh, komm. Nicht zählen, einfach machen. Und ein bisschen Kohle noch dazu. Von dir, Dankeschön. Zwei. Ja, fein. Und die Stämme dazu. Juhu. Dann brutzelt es da munter. Das brutzelt da munter. Ja, ist doch gut. Kann man so machen. Das Boot ist nach wie vor unbesetzt. Na gut, ich habe doch keinen Fisch reingelegt in unsere Ozelotfalle, ne? Kein Wunder, dass er nicht kommt. Oder sie. Ich weiß ja nicht, was das Tierchen für ein Geschlecht hat. Ist wahrscheinlich genauso asexuell wie alle anderen hier auch. Beziehungsweise, nee, die sind ja eigentlich eher bisexuell. Die schlafen ja mit allen möglichen. Wobei, ne. Das sind eigentlich erst Widderi gewesen hier. Weil die ja kein richtiges Geschlecht haben. Die haben beide Geschlechter, vermutlich. Dann sind das alles Twitter hier. Ja. Gut, das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Okay, dann hätten wir jetzt unsere beiden Feuerdinger hier dran, damit wir auch den Eingang finden. Ja, wunderbar. Und dann müsste man sich jetzt eigentlich überlegen, wie weit wir das Ding nach hinten ziehen wollen, weil die Fassade steht da jetzt mehr oder weniger. Hier vorne haben wir nämlich jetzt natürlich kein Geländer. Das heißt, man würde noch richtig hart runterfallen, aber da mache ich mir noch ein paar Gedanken drüber. Nee, letztendlich würde ich das mit Stufen vielleicht regeln. Vielleicht auch im Wechsel Stufen und ganzer Block. Mal gucken. Aber nicht jetzt. Jetzt würde ich sagen, angeln wir noch mal eine kleine Runde im Meer und dafür nehmen wir uns immer das Bötchen mit. Also die Tasche leer räumen und mal zum Korallenriff und dann eine Runde angeln. Mann, das ist eine richtige Golem-Party hier jetzt mittlerweile, was? Dann sollte ich vielleicht wirklich mal die römische Dezimierung anwenden. Wobei 10 Stück haben wir noch nicht. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, noch nicht ganz. Okay. Da wird dann jeder Zehnte einfach mal ja, entfernt aus diesem Leben. Ich brauche die Angel. Wo haben wir sie denn? Ja, okay. Da war die Angel. Und wir hatten theoretisch ein Feuerzeug.
Feuerzeug dabei gehabt. Boot haben wir auch, wunderbar. Die Azalea, die werde ich irgendwann auch nochmal fällen müssen. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass... Du bist bloß eine Katze. Okay, vielleicht sollte auch ein Ocelot. Ganz ehrlich, ist recht unnötig. Genau. Ja, vielleicht so einen kleinen Teich auf die eine Seite von dem Tempel nochmal, das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Würde sich wunderbar anbieten. Na, mal gucken. Aber erstmal gucken wir nochmal, ob wir vielleicht irgendwas Feines angeln können. Ich habe auch gar keinen Amboss, fällt mir gerade ein, ne? Sollte ich vielleicht mal bei Gelegenheit mir anlachen, damit ich eben auch Dinge kombinieren kann. Allerdings kostet ein Amboss natürlich auch wieder Eisen. Ja, gut. Eine Eisenquelle haben wir theoretisch da. Wenn ich mich nicht wieder so blöd anstelle. Schön, dass es heute nicht despawnt, wenn man nicht da ist, ne? Ja, finde ich auch. So, einmal rein ins Boot. Nein, nicht in den Mangrovensumpf, einfach mal in diese Richtung weiter. Sind das hier Rosenblätter? Ja, immer her damit. Und mit dir auch? Geil, lecker. Ja, gut, da hat man nochmal wieder eine Art Chalelelele. Ich möchte dich aber raus aufs Meer. Das gefällt mir sehr. Ja. Sehr schön. Und wo war... Okay, da geht's weiter mit dem Gedöns. Wo war denn das Korallenriff jetzt? Das dürfte doch nicht auch nicht so weit weg sein. Was bist du? Ein Tintenfisch. Korallus von Riffus? Ja, das sind nicht gerade alles Seegurken. Oh! Ach so. Ich dachte, es wäre noch wieder irgendeine Struktur gewesen. Aber naja, habe ich mich verguckt. Schade. Ja, es sah so ein bisschen aus, hier diese beiden Dinger hier. Ich meine, was haben wir da hinten? Auch bloß. Korallus. Ja, ist okay. Auch nichts Brauchbares. Na gut, meinetwegen. Dann schmeißen wir einmal die Angel ins Wasser. Was haben wir da hinten? Auch nichts Wichtiges. Naja. Vielleicht angeln wir irgendwas Leckeres hier. Na? Das dauert zum Glück überhaupt nicht lange. Ist auch bloß so eine Standardangel, ne? Ach ja. Ja, fürs Angeln braucht man Geduld. Vor allem im realen Leben. Wow. Ein Haken. Na gut, andererseits braucht man den ja schon hin und wieder mal, ne? Entweder für Fallen oder... Ja, wobei... Soll ich noch ein paar Fallen in den Tempel einbauen? Ich meine, ich bin jetzt eigentlich nicht wirklich in der Lage, irgendwelche Fallen zu bauen. Ich kann sowas einfach nicht. Dass ich... ein richtiger Redstone-Noob bin, das wisst ihr ja alle. Vermutlich. Naja, mal gucken. Was wir noch Schönes finden. Ein Fisch. Naja, also... Wenn Fallen, dann auf jeden Fall nicht viele. Und dann werden es auch eher einfache Dinger sein, denke ich mal. Zumal wir dafür eigentlich auch wieder ein bisschen Redstone und... eine Schale. Und anderes Zeug noch brauchen. Quarz zum Bleistift dann unter Umständen auch nochmal. Und das habe ich jetzt natürlich noch gar nicht, weil ich noch nicht in der Hölle war. Was natürlich auch noch eine Überlegung wäre, dass wir da auch nochmal bei Zeiten hingehen sollten. Naja, gut. Nochmal was angeln, egal was es ist, und dann machen wir uns wieder auf den Rückweg. Na komm. Irgendwas. Hallo? Ich hab's irgendwie geahnt. Na gut. Auf zurück und dann... sind wir zurück. Richtig. In welche Richtung muss ich noch gleich? Ja. Genau. Na ja, gut, dann sehen wir uns gleich in unserem wunderbaren Bettchen wieder. Na gut, vielleicht kämpfen wir uns doch bei der Gelegenheit nochmal durch. Oh. Na, ja, wir haben schon ein bisschen Stuff, das ist gut. Sogar ein Bogen.
Und ein Creeper, der hier unten eben rumtingelt, ja. Irgendwas auf jeden Fall. Da hinten haben wir das weit, na, noch ein weiteres Skelett. Ich will doch bloß nach Hause. Und den Creeper da hinten mitnehmen. Komm mal her. Ja, genau du. Die Spinnen dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, wobei. Die können wir auch da lassen. Eigentlich brauche ich das ganze Zeug gar nicht. Ich will doch bloß ins Bettchen. Ich will doch nur die Folge beenden. Oh, was haben wir denn da? Du bist ein Skelett, ne? Moment, das ist doch die Azalee hier beim Dorf. Na, dann musst du auf jeden Fall entfernt werden, du König der Toten. Au. Was ist denn nun los hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Fäll ich den Kram jetzt hier? Sterb ich jetzt? Ich will nicht. Könnt ihr euch bitte mal selber schießen? Oh Gott, ich habe hier noch einen Zombie am Hals. Oh, Scheiße! Gott, war ich gerade... Stress pur hier. Mein Gott. Oh Gott. So, ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir erstmal die Folge. Wir sind wieder zurück im Dorf. Ich habe gerade ewiges Herzrasen und dann... ja, recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Hasse ich doch gerne. Macht ihr gut. Gut, dann, ja, genau, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat, auch wenn es hier jetzt gerade so ein bisschen, ja, anstrengend war. Wow, ihr geht da richtig ab hier. Gute Verteidigung, finde ich gut. Wunderbar, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.